Hallo, hallo, Kochen mit Andrea. Ich mache heute noch mal einen Nachtisch mit euch und zwar Schokoladenpudding zum Kochen. Den habe ich noch gehabt und der muss verwendet werden und dann nehme ich euch mal mit, wie man schnell auch einen Pudding aus Fertigprodukten machen kann. Vielleicht interessiert es euch ja. Ich finde solche Sachen eigentlich immer ganz gut, wenn man sowas im Petto hat. Und wir legen auch gleich mal los. Wir brauchen 1,5 Liter Milch. So. So. Und 150 Gramm Zucker. So, und drei Tüten Schokoladenpudding. Ich nehme ab diesen jetzt. Den nehme ich jetzt und gebe den da rein. Wir machen sonst auch immer alles selber, aber ich finde, manchmal hat man auch keine Zeit. Es ist ganz einfach so. Und dann kann man auch mal auf so ein Fertigprodukt zurückgreifen. So, und das Ganze jetzt fünf Minuten auf 100 Grad, Stufe 2. Gott, oh Gott, das ist der Zucker, der so quietscht. Gut, wenn die 5 Minuten um sind, hole ich euch wieder dazu. So, meine Lieben, ich musste den nochmal nachstellen. Ich habe den jetzt erstmal 10 Minuten, 100 Grad und auf Stufe 4 angestellt. Wie gesagt, das hat nicht hingehauen, aber ist ja nicht so schlimm. Aus Erfahrung lernt man. Und das seht ihr ja dann und in der Videobeschreibung schreibe ich euch ja das auch rein, wie das dann geht. So, meine Schale habe ich schon hingestellt, wo der Pudding reinkommt. Und dann haben wir jetzt noch so 8 Minuten, wie gesagt. Und besser ist, glaube ich, wenn man die Milch schon rausstellt, dass sie warm ist, weil ich habe sie im Kühlschrank kalt benutzt. Und das ist immer, dauert der, bis der Thermomix aufgeheizt hat. So, jetzt sind es noch 8 Minuten und dann hole ich euch wieder dazu. So, ich habe mich schon mal runtergestellt. Ich zeige es euch jetzt. Insgesamt 15 Minuten bei der Menge. Guckt. So sieht er jetzt aus und der kommt jetzt in die Schüssel. Geht wohl genau rein, ja. Oh, jetzt ein bisschen Dampf. So. Den lassen wir jetzt auskühlen. Und dann haben wir einen schönen schnellen Nachtisch.
Ja, ich tue jetzt noch Folie drauf, dass es keine Haut sieht. Und dann lasse ich ihn erst so auskühlen. Und dann geht er noch in den Kühlschrank, dass er dann richtig auskühlt. Vielleicht hat euch das Rezept ja gefallen. Dann macht es mal nach und schreibt mir in die Kommentare, ob das was war für euch. Und dann hören wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, eure Andrea. Ciao.